meine Lieben, ich bin wieder da mit einem neuen Video. Ich habe gerade versucht, ein Style and Talk zu machen und es hat irgendwie überhaupt nicht hingehauen. Ich bin dafür irgendwie noch so ein bisschen unbegabt. Aber irgendwann wird sowas natürlich kommen, ich versuche es. Aber ich fange jetzt nochmal von vorne an. Und zwar war ich ja sehr, sehr lange nicht mehr da und das tut mir auch natürlich sehr, sehr leid. Also es ist einfach super schwer gewesen, Videos zu drehen und sie zu schneiden. Videos gedreht habe ich zwar, aber ich hatte keine Zeit, sie zu schneiden. Und dann, ach, kennt ihr das? Ihr macht was und ihr macht es nicht fertig und irgendwann denkt ihr so, ach, ist nicht gut geworden, lass es und mach es nächstes Mal neu. Genau so war es bei mir. Ich habe wirklich tausendmal angefangen, das Video zu machen, wollte es dann schneiden, dachte mir dann so, irgendwie hast du dich da blöd angestellt. Und deswegen, bitte, bitte, heute muss es klappen, möchte ich euch heute mein Video drehen zu koreanischen Produkten, die ich mir gekauft habe, beziehungsweise würde ich auch gerne so ein bisschen einleiten, dass ich gerne, wenn es für euch, also wenn ihr Interesse daran habt, würde ich gerne auf meinem Kanal ein bisschen Korea ein bisschen größer gestalten, unter anderem. Es wird jetzt nicht jedes Video was mit Korea zu tun haben, aber viele von euch, die mich kennen, auch privat kennen, wissen, dass ich mich für koreanische Kultur interessiere, für die Sprache interessiere, ja, wo wir beim Thema wären, und da jetzt auch angefangen habe, Koreanisch zu lernen. Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben das definitiv schon mitbekommen. Und das Ganze mache ich mit einer App unter anderem. Also ich habe angefangen... Auf Instagram habe ich eine kennengelernt, die Brieffreunde hat in Korea und da bin ich irgendwie drauf gekommen, es muss doch sowas auch geben per App, also dass man einfach E-Mails schreibt, statt richtig Post hinschickt. Und weil es einfach viel einfacher ist jetzt in der heutigen Zeit zwischen Kind, Job und YouTube und all anderen Sachen, da irgendwie einen Weg zu finden, schneller Brieffreunde zu finden, weil mich das wirklich interessiert hat, wie ist das Leben in Korea und all die Dinge. Und ja, da bin ich auf eine App gestoßen, die nennt sich HelloTalk. Und bei HelloTalk kann man eben jede Sprache lernen, die man lernen möchte, indem man Leute kennenlernt, die Deutsch sprechen möchten, also lernen oder gelernt haben oder beibringen möchten. Und so ist das halt bei mir auch. Ich habe angegeben, ich möchte gerne Koreanisch lernen. Ich habe gar keine Kenntnisse bisher und spreche aber so und so gut Deutsch. Also man kann sich selbst Punkte geben. Und das habe ich getan und habe da sehr viele Leute schon kennengelernt, sehr viele interessante Leute. Und mit ein paar habe ich mich auch schon privat getroffen. Unter anderem war jetzt eben, warum ich überhaupt dazu jetzt komme, dieses Video zu drehen, eine Freundin aus Korea ist jetzt endlich in Berlin angekommen am Sonntag, also vor 2,5 Tagen, weil sie ist Sonntagabend angekommen und jetzt ist Dienstag. Und sie hat mir ein, zwei Produkte aus Korea mitgebracht, unter anderem diese Brille. Ich weiß nicht, ob sie euch gefallen wird, aber ich finde sie so cool, weil sie so anders ist. Sie hat keine Stärke aktuell drin, das möchte ich jetzt aber ändern. Ich möchte dann zu irgendeinem... Fiebern, Mr. Specs oder sonst wohin gehen und mir richtige Gläser reinmachen lassen, weil ich finde, dass die so cool und anders ist als all die anderen, die ich habe. Darüber kann man sich jetzt auch streiten, ob man es mag oder nicht, aber ich finde es cool und die hat sie mir mitgebracht. Dann dieses Haarband, was ich auch super süß finde, wenn man Bad Hair Day hat, um die ganzen kleinen Fusselhärchen nach hinten zu kriegen. Finde ich irgendwie total stylisch und total schön. Das sind die ersten zwei Produkte, die sie mir mitgebracht hat. Die anderen trage ich gerade auf meinem Gesicht. Und zwar ist das hier eine CC Intensive Cushion Box und die ist so süß. Und Leute, die sich mit Korea so ein bisschen auskennen oder wissen, wer das ist, beziehungsweise ich werde euch jetzt sagen, wer das ist. Und zwar gibt es ja im Koreanischen auch so eine Art WhatsApp. Die kennen das WhatsApp nicht und haben deswegen Kakao Talk. Und das ist eine Kakao Talk Emoji Figur und die nennt sich Muji. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und... das ganze Ding hier hat sie mir aus Korea mitgebracht als Willkommensgeschenk. Wenn man das aufmacht, sie hat mir die hellste Farbe rausgesucht. Die trage ich jetzt aktuell auch. Ich bin einfach super hell. Ich bin sogar heller als sie. Und wenn man das Ganze aufmacht, hat man hier einen Nachfüllpack drin. Das ist ein Cushion sozusagen. Und jetzt holen wir das eigentliche Cushion raus und das ist eigentlich mega, mega süß. Und zwar ist das diese Verpackung. Und oh mein Gott, ich liebe sie. Und dann kann man hier so drauf drücken. Ich denke, einige von euch wissen schon, was ein Cushion ist, die sich mit Beauty auseinandersetzen, denn L'Oreal hat auch ein Cushion rausgebracht. Cushion ist eigentlich genau diese Box und das ganze System. Der Rest ist eigentlich eine CC-Cream, BB-Cream oder Foundation. Dann hat man hier so einen Sponge drin. Dieser Sponge hat auch dieses Emoji drauf und ich habe es jetzt heute halt benutzt, weil ich versucht habe, einen Style und Talk draus zu machen, was nicht funktioniert hat. Dann hat man hier nochmal die Kappe, dass man eben nichts eindreckt. Und hat hier den eigentlichen Cushion. Also das ist so ein Schwamm, da ist das Make-up drin und dann kann man hier so reingehen. Natürlich reinige ich dieses Teil hier jedes Mal, also ich zumindest tue das, weil man ja sonst die ganze Zeit das, was man auf dem Gesicht hatte, wieder da in diese Foundation reintupfen würde, was von der Hygiene natürlich nicht so ideal ist. Deswegen kann man auch diese Cushion Pads,
kann man nachkaufen. Das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Ich habe es jetzt gerade ganz neu bekommen. Seit gestern habe ich es. Und heute das erste Mal aufgetragen. Und ich kann euch sagen, der Auftrag ist erstmal so ungewohnt, weil ich mache das ja sonst immer mit dem Make-up-Eye und da kann man so ein bisschen mehr drücken. Du brauchst mit diesem Cushion-Sponge nur ganz leicht drücken und es verteilt sich mega gut. Es ist sehr feuchtigkeitspflegend, hat SPF 50 mit drin, ist meiner Hautfarbe perfekt angepasst. Also yay, endlich! Ist feuchtigkeitsspendend, habe ich glaube ich schon gesagt. Allerdings ist sie so feuchtigkeitsspendend, dass ich unter den Augen, dass sich das hier immer wieder bei mir absetzt, da muss ich mir noch ein kleines Puder drüber geben. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich erstmal testen möchte, wie gut ist die Haltbarkeit auch so. Dann zusätzlich dazu, also, dann ist vielleicht wichtig zu sagen für die Beauty-Gurus hier unter uns, das Ganze ist eine Limited Edition, das wird es nicht lange geben und ich weiß auch nicht, ob man es überhaupt nach Deutschland ordern kann. Wenn das so sein sollte, werde ich das natürlich unten in die Infobox verlinken, dass man es ordern kann oder eben nicht. Auf jeden Fall wird unten in der Infobox dann nochmal was stehen oder ich blende es hier unten ein, ob man es kaufen kann oder nicht. Aber oh, weiter geht es dann mit der Lidschattenpalette, die ich jetzt gerade auf den Augen aufgetragen habe. Ich habe nicht jede Farbe benutzt, logischerweise, und habe auch nur ganz dezent geschminkt, weil ich irgendwie momentan nicht so auf starkes Augen-Make-up stehe. Und zwar ist es auch wieder der Muji und man kann das hier so aufmachen. Hinten stehen dann die ganzen Daten nochmal drauf, auf Englisch, auf Koreanisch und so weiter und so fort. Wie wir es halt kennen von unseren Produkten. Dann mache ich das Ganze hier auf. Dann ist hier ein Spiegel drin. Ich klappe den mal gleich wieder so ein bisschen runter. Dann habe ich hier die Farben. Und auf den Farben ist so eine kleine Folie drauf. Kennen wir auch von unseren Sachen. Wo die ganzen Emojis drauf sind, die es eben in dieser Limited Edition gibt. Ich habe, wie gesagt, jetzt Muji. Und dann ist da ein Pinsel mit bei. Und es sind alles so Nude-Töne, matte, leicht schimmernde. Und manche, die sehr, sehr gut von der Pigmentierung sind. Manche sind nicht so gut. Ich werde euch da gleich nochmal eine Nahaufnahme machen und euch zeigen, wie die Swatches aussehen. Ist auf jeden Fall eine super süße Palette und für mich eigentlich perfekt, weil ich mich momentan nicht so stark schminke. Dann passen so eine braun, orange, nudigen Töne sehr, sehr gut in den Alltag, würde ich denken. Genau, das habe ich bekommen. Dann, wie gesagt, die Brille. Dann habe ich noch bekommen eine Handyhülle von Hello Kitty, die eben, wenn man das Ganze fallen lässt, hier sozusagen seitlich die Kanten schützt. Und das Tolle an dieser Handyhülle ist eigentlich das, dass man das an jedes Handy theoretisch ranmachen kann, weil sie sich mitzieht und biegt und das finde ich echt richtig cool. Habe ich jetzt aber noch nicht drum, weil ich aktuell noch meine alte dran habe. Ich kann euch das ja mal ganz kurz drüber demonstrieren. So, zieht man hier so ein bisschen. Und fertig. Also da ist jetzt wie gesagt drunter noch meine andere Hülle. Aber die ist so süß. Wenn du eben das jetzt fallen lassen würdest, ist halt hier seitlich dieser Puffer dran. Was ich sehr, sehr gut finde, wenn ich es eben doch mal meinem Sohn gebe zum Spielen, dass, wenn es runterfällt, nichts passiert. Ich habe zwar hier auch eine Schutzfolie drauf, zusätzlich mit Antibruch, aber man ist ja nie ganz gesichert. So, das waren jetzt erstmal so die Sachen, die ich von ihr bekommen habe. Die Sachen von meinem Sohn, die zeige ich euch irgendwann mal anders. Das waren so kleine Klassiker, glaube ich. Also unter uns 90s-Kids sozusagen waren das Klassiker. Auf jeden Fall so ein Flubber und den man gegen die Wand schmeißen kann, dann bleibt der da hängen. So eine Sachen, richtig, richtig cool. So, dann möchte ich aber auch gleich noch meine koreanischen Produkte zeigen, die ich mir jetzt vor kurzem gekauft habe und die ich wirklich, wirklich liebe. Ich zeige es dir. So, und zwar habe ich das Ganze, also alles, was jetzt kommt, habe ich bei TK Maxx gekauft und war total überrascht, dass die koreanische Produkte hatten, weil ich eigentlich in der Beauty-Abteilung nie so richtig intensiv schaue, aber diesmal hatte ich eben Zeit und habe gesagt, okay, ich schau mal und habe diese Creme hier gefunden, von derselben Firma wie übrigens der Cushion und die Lidschattenpalette. Und zwar ist es von The Face Shop und hier steht The Cream Shop, weil das ist nochmal eine Unterkategorie von The Face Shop. Und das ist mit Chiasamen ein Toner, also ein Gesichtswasser. Wow. Und zwar kann man das Ganze, das besteht aus 100% Chiasamen, jetzt müsste man das Ganze wieder rauskriegen, sieht das so aus, ich habe es auch schon benutzt, wie man sieht. Es ist so angenehm, ihr könnt das natürlich im Kühlschrank halten, oder halten vor allem, in den Kühlschrank packen, dann ist es kalt morgens. Ich persönlich mag es, aber ich finde es auch so schon sehr erfrischend. Ich gebe mir das nach dem Gesicht waschen drauf und auch nochmal über das Make-up, um das Ganze zu setten und ein bisschen frisch zu machen und eben nicht dieses Puder-Finish zu haben, was ich eigentlich nicht so mag. Habe ich ja jetzt gerade gar kein Puder drauf, deswegen brauche ich es auch nicht drauf machen. Aber das finde ich richtig, richtig schön. Da steht drauf, After Cleansing, Drying Skin or Anytime. Und es ist sehr gut für Leute, die eben unter Akne leiden oder Pickeln leiden, wie ich es aktuell gut tue. Also ich habe so eine
picklige Haut zurzeit einfach und ich weiß nicht genau warum und versuche das gerade zu ändern. Und das tut mir echt richtig gut und wie ihr seht, habe ich es ja schon wirklich gut benutzt. Es ist übrigens parabenfrei, dermatologisch getestet und ist sogar tierversuchsfrei, was ich ja auch immer sehr, sehr gut finde, wenn ein Produkt tierversuchsfrei ist. So, das war auf jeden Fall der Toner dazu. Natürlich brauche ich dann auch noch irgendwas für mein Gesicht, um eben eine Creme zu ersetzen, weil ich aktuell keine ölhaltigen oder fettigen Sachen in mein Gesicht klatschen möchte. Das ist übrigens auch bei der CC Cream so, dass da keine Öle drin sind. Und zwar ist hier die Creme die passende dazu. Ölfreie Gelcreme und die ist so angenehm, ich sag's euch. Das Schöne an den koreanischen Creme Pots ist sozusagen, sie kommen in dieser Verpackung hier. Und man hat dann immer mit dabei, und das finde ich von der Hygiene her einfach super, einen kleinen Spatel, den man immer wieder schön desinfizieren kann. Worauf ich einfach zurzeit sehr achte, damit ich eben mir nicht irgendwie was ins Gesicht klatsche und dann eigentlich meine Reinigung wieder hinfällig ist. Genau, und deswegen bin ich total glücklich über diese zwei Produkte. Also diese zwei Produkte. Und kann sie euch echt nur empfehlen. Und die kann man tatsächlich auch bei Amazon bestellen. Also The Face Shop hat eben auch auf Amazon ein Shop, wo man verschiedene Produkte kaufen kann. Das werde ich euch natürlich unten in der Infobox verlinken. Wundert euch nicht, die Verpackung hat sich geändert, deswegen waren die bei TK Maxx im Sale und jetzt sehen sie anders aus. Aber wie gesagt, die Links sind unten in der Infobox. So, dann geht's weiter mit etwas, was ich glaube ich so noch nicht kannte. Und das, obwohl ich in einem Beautyladen arbeite für Füße. Und zwar ist das hier so eine Fußmaske, also die zieht man sich wie so eine Socke über, dann ist da drin das ganze Pflegende und dann lässt man das so 10-15 Minuten drauf, während man Fernsehen guckt oder keine Ahnung was. Man kann darin theoretisch auch rumlaufen, weil es so eine Schutzfolie nochmal drumherum hat. Fühlt sich aber, glaube ich, komisch an. Das ist die Detox-Maske und dann wird sozusagen alles, was dreckig ist und was wir an Einflüssen auf unsere Haut mal gegeben haben oder von draußen der ganze Smog und so aus den Poren gezogen. Ist also so eine Cleansing Detox Maske und fand ich sehr, sehr cool. Musste deshalb mit. Ist jetzt allerdings ein Produkt aus Kanada, aber weil es eben bekannt geworden ist durch koreanische Produkte, dachte ich mir, ich nehme es jetzt mal mit hier rein, weil es gehört einfach irgendwie für mich dazu, dass es eigentlich ein koreanisches Produkt ist. Hier drin enthalten sind übrigens 5 Masken und das Ganze, was da drin ist, auf der Maske an Feuchtigkeit, das reicht auch noch locker fürs Dekolleté und die Oberarme. Jetzt aber zu einem wirklich koreanischen Produkt und deswegen komme ich auch darauf, das andere zu zeigen. Und zwar auch wieder von The Body Shop, also beziehungsweise von der Body Shop, von The Face Shop, die The Cream Shop Edition, eine Pinguinmaske und die ist so toll, die ist so süß. Ich blende euch jetzt gleich mal ein Foto ein, hier drüben, wie ich diese Maske trage und die ist doch so, so toll. Ich finde das so putzig. Ich bin so leider so ein bisschen kindisch angehaucht. Was heißt leider? Eigentlich finde ich es total gut. Aber ja, die lässt man auch 10-15 Minuten drauf und wie ich sie fand, werdet ihr natürlich in meinem Aufgebraucht-Video hören. Aber diese Masken sind halt wirklich sehr, sehr, sehr beliebt in Korea und da gibt es richtige Läden, wo es nur darum geht, also so eine Maske sich zu kaufen. Da gibt es richtig große Wände, so wie Bücherregale eigentlich, wo nur diese Masken drin sind. Und das fand ich so, so spannend, dass ich gesagt habe, boah, das muss ich ausprobieren. Und hier sind drin enthalten 3 von den Masken. Und eine habe ich, wie gesagt, schon benutzt und möchte ich euch dann in meinem Aufgebraucht-Video darüber erzählen, wie ich es so fand. Warum ich euch das alles natürlich gezeigt habe, ist natürlich, sind Beauty-Produkte, aber ich wollte euch einfach auch zeigen, was ich aktuell mache und euch so ein bisschen mit auf meine Reise nehmen, wie ich eben koreanische Produkte für mich entdecke. Korea, die Sprache, all die Dinge. Also ich hoffe, euch gefällt das und ihr wollt mehr davon sehen. Also ich habe jetzt nicht geplant, wie gesagt, dass ich in jedem Video alles über Korea erzähle, auf gar keinen Fall. Sondern es soll hauptsächlich immer noch um Beauty-Produkte gehen und über mein Leben. Also es ist ja ein Lifestyle-Kanal hier. Und deswegen, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen und es war interessant für euch. Ich werde natürlich weiter berichten, wie ich die Produkte fand und werde sie weiter testen. Bis jetzt bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verliebt. Und freue mich, die Produkte zu haben. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder in meinem Aufgebraucht-Video, dass ich euch dann, wenn es da ist, unten schon verlinke, wenn ihr das doch später sehen solltet, das Video. Ansonsten wird das nächste Woche online kommen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Muah!